Willkommen waren die Gäste hier beim Neujahrsempfang in Koblenz alle Male. Sie kamen der Einladung nach und wussten auch ganz genau, warum. Für mich ist das Allerwichtigste der interreligiöse Dialog. Also ich finde es unheimlich wichtig, Hürden zu überwinden, gemeinsam Wege zu finden, miteinander auszukommen. Viele der Besucher kennen die Ahmadiyya Muslim Jamaat durch ihre Aktivitäten über das ganze Jahr und haben in ihr einen starken Partner in der Zusammenarbeit. Ja, wir arbeiten mit der Ahmadiyya-Gemeinde bereits seit vielen Jahren zusammen, treffen uns auch mehrfach im Jahr mit ihnen und es ist eine sehr offene Atmosphäre und es macht Spaß, miteinander zu arbeiten. Ich empfinde die Gemeinde als sehr aktiv, die Menschen als sehr freundlich und der Ehrlichkeit halber auch als Christ kann ich mich mit vielem, was hier erzählt wird, gut identifizieren. Man kann viel, salopp gesagt, mit den Leuten anfangen. Sie geben einem geistig und auch körperlich, damit meine ich Arbeit, Hilfe, Unterstützung oder auch Begleitung, was man sich aussuchen kann. Dieses Angebot nehmen viele wahr. Der Islam wird in den Medien oft einseitig präsentiert. Ein anderes Bild fanden die Gäste hier vor. Ich bin sehr böse auf die Politik und diesen Islamismus, der so vorherrschend ist, dass viele Menschen wirklich Islam und Islamismus gleichsetzen. Das stört mich sehr. Ich fand es sehr interessant, die Bandbreite der Gemeinde zu sehen, beziehungsweise auch die Gesamtgemeinde in ganz Deutschland. Und diese Möglichkeit, praktisch auf die Bevölkerung zuzugehen und die Gemeinden, den Islam entsprechend auch mal anders darzustellen, also auch in den Medien oft rüberkommt. Die Menschen heute haben einen anderen Islam kennengelernt. Ihr Rat an alle, die nicht dabei sein konnten, nutzt die nächste Gelegenheit. Es besteht ja auch die Möglichkeit, im Tag der offenen Moschee, am 3. Oktober, das mal alleine zu wagen, zu probieren. Das kommt auf den Einzelnen drauf an. Ja, dass man im Dialog bleibt, um sich besser zu verstehen. Es gibt ja immer noch so verschiedene Ansichten in verschiedenen Themen. Aber wenn man sich gegenseitig seine Ansicht erklärt, dann wird das Leben einfacher für beide Seiten.